Hallo und herzlich willkommen zurück bei Scream. So, meinen ollen Rollen. Moment, jetzt erstmal ein bisschen auf den Sack. So, die ist hinfort. Aber der Samaritenanführer, der ist ein bisschen kräftiger. Au, 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 der setzt es auch böse zu. Kritischer Treffer. Oi, 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 ei, 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 Van Porten. Ich rede gleich noch ein bisschen. Unerbittliche Macht hat letztes Mal nicht so gut geklappt. Hört man übrigens das leichte Echo, wenn ich hier im Gebäude bin? Hört man das ein bisschen raus? Bin ja gerade im Gebäude. Hier ist, hier ist ja alles Schloss und so. Da muss man natürlich ein bisschen gucken. Aber ich habe leider keine Heiltränke, weil ich wirklich doof bin, offenbar. Die hatte ich dann hier, ne? Da mache ich mal schnell einen starken Heiltrank. So, hier, starke Heilung. Zwei reichen hoffentlich erstmal. Oh, nicht Lydia, nicht Lydia. Doch, das war... Aufpassen. Puh, das war knapp, weil hier kommen die Nächsten. So. Ich erzähle gleich nochmal ein bisschen. Warte mal, warte mal. Starke Heilung, hauen wir nochmal schnell rein. Und jetzt hier Gesundheit wiederherstellen. So, hier ist aber eine ganz große Wurst. Jetzt bezahlt ihr. Ist aber auch Level 14. So, Lydia. Würdest du kurz übernehmen? So. Gottes Willen. Red mich aber auch auf. So, da ist sie gestorben. Hinterlässt ein paar Pfeile. Das ist sehr liebreizend. Und ich hoffe, das war's. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, Lockpick. Ein paar Septime, aber ganz ehrlich, das lohnt sich alles nicht so wirklich. Banditenanführer. Das gefällt mir gut. Stahlkriegsakt des Frostes, das nehme ich natürlich mit. Spellbinder. Die sah mal schön aus. Ja, Lydia. Liebste Lydia. Ich bin direkt hinter euch. Das ist so lieb, also. Ich stehe zu eurer Verfügung. Auch das ist wieder sehr, sehr lieb. Ich würde euch gerne von Lydia auf Erik, von Erik auf Lydia, ich würde euch gerne, meine gute und geschätzte Lydia. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Ansonsten, das müsste jetzt eigentlich wieder gehen, ne, so einigermaßen. So, haben wir hier vielleicht nochmal Elven Sword. Ich weiß gar nicht, warum ich das mitgenommen habe. Ist auf jeden Fall nicht für mich. Stahlkriegsantenne des Frosts, okay. Und das sollte eigentlich gehen. Jagdbogen der Ermüdung. Auch beim Bogen müssen wir ein bisschen schmieden. Geht ihr voran? Irgendwie finde ich das mit dem Echo zwar lustig, aber auf Dauer ist es doch ein bisschen störend, oder? Auch wenn es natürlich gut passt. Aber irgendwie... Oh. Moment, ich erzähle gleich ein bisschen. Na, ich drücke E. Ja, da haben wir 59. Klima hat sich richtig gelohnt. Also, lasst mich ganz kurz zwei, drei Worte sagen eben. Letzte Folge ist ein bisschen abgestürzt und so weiter. Und ich glaube, es gab die letzten Folgen immer ein bisschen Verwirrung mit den Mods oder wie auch immer. Oder vielleicht mit der Spielweise. Ich kann es nicht genau sagen. Also, ich muss sagen... Hallo? Ich spiele Skyrim gerade zum allerersten Mal. Immer noch. Das heißt, ich weiß viele Dinge natürlich nicht. Zum Beispiel, ja, wir gehen mal von einigen Kommentaren aus. Zum Beispiel Quest-Items, die hier angezeigt werden, die zum Beispiel ein Eigengewicht haben hier irgendwo. Nehmen wir mal Jorns Trommel, hat ein Eigengewicht hier von 4. So. Quest-Gegenstände, das habe ich jetzt aus den Kommentaren tatsächlich erst gelernt. Quest-Gegenstände, und zwar aus den zu dem Thema wenigen höflichen Kommentaren, habe ich jetzt gelernt, zum Beispiel, dass Questgegenstände, obwohl da ein Gewicht angezeigt wird, haben die intern keins. Aber, als normaler Spieler, woher willst du das denn wissen? Wie soll mir das hier auf irgendeine Art und Weise angezeigt werden, dass das jetzt genau null wiegt? Natürlich könnte ich jetzt meine Traglast... Nee, kann ich ja nicht, ich kann die Dinger nicht ablegen.
Ich kann die Dinger nicht mal ablegen, um zu gucken, ob die Traglast sich ändert. Also es gibt keinen Hinweis für mich als Casual Player, dass dieses Ding zum Beispiel, wenn das Ding null wiegt, ich weiß nicht, einige Questgegenstände, die man nicht abliegen kann, die wiegen wohl null. Habe ich jetzt laut Kommentaren hoffentlich richtig verstanden. Andere wiegen so viel, wie eben angezeigt wird. Wieder andere Gegenstände wiegen halt gar nichts, wie zum Beispiel dieses Lexikon-Ding oder dieses hier, das wiegt gar nichts, da wird's auch angezeigt, aber sowas zum Beispiel, ich nehme mal an, das kann man nicht abliegen, das wiegt auch null, obwohl da 4 steht, ist aber etwas, das kannst du halt nicht wissen. Ich bin sehr dankbar über Kommentare, die mich darauf hinweisen zum Beispiel, aber ich kann nicht in der nächsten Folge gleich drauf eingehen, weil das Problem ist, das haben glaube ich viele Leute oder viele von euch vielleicht vergessen, die damals mit Skyrim angefangen haben oder als sie damals mit Skyrim angefangen haben, in dieses Spiel suchtet man sich rein. Und auch ich habe mir erlaubt, mich da reinzusuchten, mich in diese Welt entführen zu lassen quasi und habe dementsprechend sehr, sehr viele Folgen im Voraus aufgenommen. Ich habe jetzt seit einem Monat nicht mehr gespielt, seit einem Monat. Und das ist halt echt kacke, das ist der Nachteil an Let's Plays, weil du haust halt jeden Tag nur eine Folge raus mit halbe bis Stunde. Dann hau doch 2 Folgen. Nein, schaffe ich nicht. Das ist eben der Nachteil dabei. Ne? Und eigentlich wollte ich mir auch Zeit lassen und so weiter. Und wie immer, wie bei jedem Spiel, es ist halt so. Du spielst zu schnell. Du spielst zu langsam. Er muss es so machen. Er muss es so machen. Es ist relativ, ja. Ich werde es nicht allen recht machen können. Ich will es aber auch wirklich gar nicht allen recht machen. Ich möchte einfach weiterhin so spielen, wie ich spiele. Ich möchte zum Beispiel nicht den leidigen Kompass dauerhaft eingeblendet haben. Der hat bestimmt viele tolle Locations, durch die man sich viel mehr noch verläuft oder in der Wildnis verirrt und abbringen lässt. Aber so gefällt es mir eben mir. Mir gefällt es so eben besser. Das muss dir so nicht besser gefallen. Das heißt aber, du kannst für dich mit Kompass spielen. Skyrim ist wirklich günstig, wenn du selber spielen willst. Ist kein Problem. Aber mir gefällt es eben so ohne Kompass besser. Ab und zu blenden wir den ein, wenn wir denn denken, dass wir ihn brauchen oder wenn wir ihn wirklich nötig haben. Dann ja. Ansonsten aber eher nicht. So, und ich habe auch gelesen. So, erstens, eine Sache muss ich nochmal sagen. Ich berücksichtige keine Kommentare, wo in dritter Person geschrieben wird. Das ist also, als würde ich wie so ein Bob daneben stehen. So, hallo, ich bin auch da. So, er soll mal so und so machen. Weißt du, und dann auch in den Antworten, ja, er. Sowas berücksichtige ich nicht, weil das nicht an mich gerichtet ist. Das mag jetzt doof klingen, aber ich komme mir halt wirklich vor wie ein Bob, wenn ich Kommentare lese. Und dann wird einer dritten Person von mir geredet, weißt du. Ich verstehe natürlich, dass ihr untereinander auch redet und kommentiert. Das ist auch okay. Aber wie gesagt, wenn der Kommentar nicht an mich gerichtet ist, dann ist es ja hoffentlich okay, wenn ich auch nicht drauf eingehen muss. Das ist hoffentlich okay. Ist nicht böse gemeint, aber wie gesagt, es ist halt wirklich, ist so ein bisschen wie so damals auf dem Schulhof. Weckt so die alten Vibes. Was soll ich noch sagen? Genau, suchtelig hatte ich jetzt, lalala, das hatte ich auch. Ach ja, genau, und durch dieses Suchteln kann ich auch nicht sofort leider immer auf alle Anregungen eingehen, so gern ich würde, aber ich möchte mir auch weiterhin erlauben, mich hier in der Welt zu verlieren und manchmal Suchtsessions zu machen. Es geht sofort weiter, Lydia, guck mich nicht so anklagend an. Ich kann jetzt erst zum Beispiel auf die Mod-Empfehlung eingehen. Und wenn ich sage Mod-Empfehlung, dann zum Beispiel die, ich hatte irgendeine Mod, falls das jemand von euch noch gerade auswendig weiß, es gab irgendeine Mod, die wohl die KI für Bestien optimieren sollte. Ich weiß aber, ich komme gerade nicht auf den Namen. Falls jemand von euch noch weiß, welche das war, welche wir hier installiert haben, dann könnt ihr das schnell aus den Kommentaren popeln und schmeißt die Mod dann gefühlt raus. Die Loot Tables funktionieren hoffentlich. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht geguckt, das werden wir gleich erfahren. Oder die sind halt total verschwurbelt, was ich nicht hoffe. Die Loot-Tables sollen wohl defekt gewesen sein. Und das ist der Nachteil, wenn man direkt gemoddet spielt. Man kann es natürlich vorher nicht wissen. So, warte. Das ist leider ein bisschen doof. Dafür entschuldige ich mich, aber ich wollte natürlich auch spielen. Huch! Wo war denn das andere Schwert auf einmal? Ach, du liegst ja. Ein Hitpoint hat er noch, der Gute. Lydia, hast du erledigt, ne? So, das Ding sieht aus wie eine große Falle. Ja, ich glaube, da hat es ein paar erwischt wahrscheinlich. So. Gut, ich hoffe, ich habe mir jetzt ein bisschen so 2, 3 Sachen von der Seele geredet. Und wie gesagt, ich möchte trotzdem weiterhin auch mit Mods rumspielen, so ein bisschen ab und zu mal auch ein bisschen austesten. Das meiste wird atmosphärisch sein, eigentlich fast alles wird atmosphärisch sein, also so ein bisschen
Huch! So, nicht von der Lore weggehen oder sonst irgendwas. So, Schlossknackner, vielen Dank. Aber ich möchte mich da trotzdem noch ein bisschen weiter ausprobieren und ich werde natürlich trotzdem noch weiterhin ganz exklusiv für euch Papierrollen mitnehmen und Dinge, die wir wahrscheinlich nicht brauchen. Ach ja, und zum Beispiel, Leute gönnen mir auch nichts zu essen. Es ist so traurig. Ich lese die Kommentare. Die Leute gönnen mir nicht, dass ich zu essen mitnehme und zu Hause einlager. Wer von uns hat denn zu Hause nicht gern einen vollen Kühlschrank, hm? Und Essen im Regal und überall und überhaupt? Natürlich nehme ich Essen mit. Das ist Essen. Mann, ich kann Essen nicht liegen lassen. Wer weiß, da kommen noch bestimmt wieder schlechte Zeiten und dann hier Kohl, guck mal, Karotten, wir müssen das mitnehmen und dann kochen wir was Schönes. Kartoffelsuppe oder auch nicht, ist ja egal, Hauptsache wir haben Essen mit. Diese Türen sind mir ein bisschen unbehaglich, weil man weiß nie, was dahinter steckt. So, das sieht aber nicht gut aus, ich hoffe, da kommt keiner, der Feuer spuckt. Schoffel. Ich versuche übrigens immer noch, auch weiterhin noch, alle Übersetzungen zu kriegen und abzudecken. Auf Deutsch, das ist noch so ein bisschen... Ach ja, und falls wir Sachen nicht machen oder nicht gleich machen, zum Beispiel, ich würde gerne noch so ein bisschen Survival-Mod noch einbauen, dass wir zum Beispiel essen und trinken müssen, und dann lohnt sich nämlich alles erstmal, was wir mitgenommen haben. Aber damit lasse ich mir ein bisschen Zeit, weil ich gehe mal davon aus, dass wir auf über 1000 Folgen kommen. Da gehe ich einfach mal von aus. Also, wir müssen uns wirklich nicht beeilen. Nein, Himmelsrand, da wollte ich gar nicht. Nein! Es ist zu spät, wir sind in Himmelsrand. Ja, wie gesagt, da wollte ich mich, ich will mir da auch selber ein bisschen Zeit lassen. Wir müssen nicht gleich zu Anfang unser ganzes Pulver verschießen. Das können wir irgendwann, Folge 500, können wir dann Survival-Sachen mit reinbringen. Und ja, wir werden bis dahin bestimmt mal bei den Graubärten gewesen sein. Vielleicht. So, sehr schön hier. Guck mal, die kuscheln hier. Die Wächter. Achso, ich dachte, das waren Grabsteine. So, Lydia. Lydia, oh Lydia. Ich habe übrigens gelesen, dass mit dem sprechenden Hund, dass es wohl mehreren Leuten so ging. Dass der Hund da buggy war, dass man ihn teilweise hinschieben musste und so weiter. Und wir waren wohl richtig. Und ja, ich weiß natürlich, ob meiner vampirischen Krankheit. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau... Bürgerkontrolle. Achso, das sind die Sachen hier. Unerbittliche Macht. Anfälligkeit für Feuer. Quelle. Schreie verstärken. Champion der Nacht. Von Vampiren gewirkte Illusionszauber. Ja, Vampire. Achso, auch noch so eine Sache, ne? Wenn da irgendwie steht, hier, du wirst abends durstig. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei euch läuft. Oder wo eure Prioritäten liegen. Wenn ich abends durstig werde, trinke ich meistens Cola oder Wasser oder einen O-Saft oder sowas. Ich gehe erstmal nicht von Menschenblut aus. Ich gehe nicht von Menschenblut aus. Entschuldigung. Ja, also inzwischen weiß ich das mit dem vampirischen Dingens natürlich. Schritte des Nachtpirschers. Verbleibende Zeit. Anfälligkeit, dann Vampirblut für Feuer. Mein Vampirblut. Und ich muss unbedingt Schreie verstärken. Die Abklingzeit nach einem Schrei. Ja, okay. Ich muss unbedingt die nächsten Folgen gucken, wie ich meinen Vampirismus wieder loswerde, weil... Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich hoffe, dafür ist noch nicht zu spät. Jetzt habe ich einen Monat nicht mehr gespielt. Zombie erwecken, Lehrling, gepanzerten Skelettkrieger beschwören. Dramanen Skelettmeister beschwören, Flammen, vampirischer Lebensentzug, auch schön. Three Points of Health, na, ist aber... Andersrum anders aus. Bürgerkontrolle. Favoriten. Irgendwo soll es hier... Das ist die Map. Statistik, da war es ja auch nicht. Irgendwo... Magie, Zerstörung. Irgendwo soll ich hier eine Möglichkeit geben... zu sehen, dass ich aktuell ein Vampir bin oder über meinen Zustand informiert zu werden. Vielleicht war es ja das Menü, gerade bei der Magie. Ich bin mir nicht ganz sicher... ob es das gewesen ist. So. Haben wir denn drin schon alles... Wir haben noch nicht alles abgehortet, ne? So. Fort Dunstadt. Hätte ich speichern sollen? Wahrscheinlich. Der gute Fort Dunstadt. Fort, die tun was.
Speicher mal hier. Was war das? Nichts. Boah. Was hast du denn? Oh, Junge, Junge, der hat mich aber gut erwischt. Oder ich habe schon länger nicht mehr getrunken. Das kann natürlich auch sein. Das ist Fort Dunstadt. Sag mal. Banditenplünderer. Septime, winziger Seelenstein. Ich muss noch mal gucken, wie wir die linke und die rechte Hand des Teufels später wieder aufladen. Aufladen habe ich auch noch nicht gemacht, da müsste ich noch mal ausprobieren, wie das geht. Take Coin Purse. Purse. So. Kettel. Oh ja. Ja, oh ja. Nein. Ich wollte gerade die zweite Schublade durchsuchen, ich bin ganz schön doof. So, die Legende des Roten Adlers, das nehmen wir natürlich mit. Die dunkelste Dunkelheit. Sehe ich da gerade ein... Ist das ein Dwemer-Ding? Nee, ist ein Trollschädel. Okay. So, okay. Dieb der Tugend. So, ein Tanz im Feuer. Band 3. Auch sehr schön. Der agonische Bericht. Ein Tanz im Feuer. Band 4. Und die Wolfskönigin Buch... Band? Buch 4? War hier nicht noch ein Buch am Boden? Da vorne war ein Buch am Boden. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Nichts Spannendes. Die Leute hier besitzen offenbar nicht viel, aber eine ganze Menge davon. So. Der Aufstand von Erstburg. Dann haben wir hier noch Verzauberer, ein bisschen Scuba. Aha! Alte Drogenhöhle. Bericht der Kaiserlichen Kommission zur Katastrophe. Das kennen wir, glaube ich, auch schon mehr als genug. So, aber Bücher, genau wie Essen, nehme ich immer gerne mit, auch wenn wir die eventuell schon haben. Lieber zu viel als zu wenig. Lieber nehmen wir alle mit, als dass wir eins vergessen. Skiverschwert. Ist das eine Delikatesse hier irgendwie? Und wie könnt ihr euch nur beschweren, wenn ich mitnehme? Wie könnt ihr nur? Also das finde ich wirklich ganz furchtbar. So. Das war's. Ach so. Ja, gut. Das war ja toll. Alchemielabor. Kann ich eigentlich mal schnell, wenn wir schon mal dabei sind. Zutaten. Ja, ich habe natürlich keinen Weizen dabei. Ich könnte eine leckere Riesenzehsuppe machen, aber da brauche ich noch Hängemoos. Ich brauche noch Käse dafür. Den guten Cheddar. So einen alten Fuß-Cheddar. Okay, Nierenwurz. Eisenring. Ja, müssen wir leider abbrechen. Alchemie muss ich mich auch mal mehr mit beschäftigen. Generell aber auch... Ist das richtig? Achso, der hat eine Mütze auf. Okay. Ist schon richtig. Ich dachte gerade irgendwie, der Kopf würde auch nicht zum Körper passen. Aber gut. Zum Glück hat er nur eine Mütze auf. Einen guten alten Stopfbeeren. Der Rest ist hier nichts. Okay, dann gehen wir wieder raus. Den Rest der Festung müssen wir aber noch durchsuchen. Ne? Da haben wir nicht alles. Wenn ich das richtig sehe, fehlt uns dann noch so dies, das, Ananas... Ich merke, ich habe länger nicht mehr gespielt. Ich drücke Shift zum Rennen. Und dann schleiche ich. So, das Gefängnis. Ich glaube, da waren wir gerade drin. Hier kamen wir, glaube ich, gerade raus. Das heißt, da gehen wir mal ganz kurz durch. Jo. Und auf der Seite, da waren wir nämlich noch nicht. Aber ich renne mal nicht. Vielleicht brauchen wir die Ausdauer gleich. Tofakin. Die kann man nicht mitnehmen. Schade. Ruinierte Bücher. Ja, das sieht ja aus wie ein ganz normales Gefängnis in Amerika. Gut. Ich glaube, wir werden uns reinschleichen und den Typen hier ein bisschen anzünden können. Frostbissgift. Wir hätten das nicht gleich alles in der Haupthalle austragen müssen. Aber jetzt ist es zu spät. Eisenpfeile, vielen Dank. Die wiegen zum Glück nichts. Da geht's noch nach oben.
So, Skiva. Skiva, die war du. Und das Skelett hat noch 4 Septime dabei. Ich weiß nicht genau, in welcher Tasche, ehrlich. Gut. Bin aber auch kein Doktor. Ich blick da nicht durch. Vielleicht waren diese 4 Septime anatomisch korrekt platziert. So, Bügeleisen, ganz großartig, noch ein Alchemielabor und dann geht's hier nochmal nach oben. Gucken wir da nochmal schnell nach, aber ich glaube... Oh, ja, hallo. Noch ein Amethyst. Dann brauchen wir nur noch einen. Das dauert dann nur noch 10 Jahre. Cool. Und hier nochmal Alto und guten Alto-Wein und Frostresistenz, was man hier natürlich auch braucht eigentlich. Bei dem Sturm. Ich mag's. Ich mag's auch so frostelig. So, dann lass mal gucken. Wir sind jetzt Festung Dunstadt. Halle der Wachsamkeit, da könnte man theoretisch hin. Nein, das wollte ich nicht. Nein, markierter Ort. Lass den markierten Ort mal in Ruhe. Ich würde ihn demarkieren. Ich kann ihn nicht demarkieren. Nein. Okay. Gut, sprich mit Falion. Wir waren unterwegs nach Mortal. Und dazu, wir könnten jetzt... Okay, ich gehe jetzt mal runter und dann können wir dem Weg folgen. Das können wir machen. Ich hoffe, liebe Lydia, ich hoffe, wir sind dafür bereit. Ich hoffe, wir kriegen das hin, ohne hier oben elendig zu krepieren. Wie gesagt, dank der Kommentare weiß ich auch, dass die Loot-Tables wohl ein wenig zerschossen waren und wir keinen angepassten Loot mehr bekommen haben. Das heißt, immer nur so Low-Level-Zeugs. Und auch nicht genug Septime, wie so viel man eigentlich kriegen sollte. Und deswegen waren wir immer so knapp bei Kasse. Das würde einiges erklären. Das mit den Septimen finde ich nicht schlimm, wenn man da so ein bisschen strugglen muss oder sparen muss oder was auch immer. Das finde ich nicht schlimm. Aber Waffen hin und wieder, so ein paar angepasste, das wäre mal schön. So, wupp dich. Gut, da ist so ein kleiner Brunnen. Okay. Und da ist ein wunderschönes Pferd. Und wir können unsere Reise durch die Festung einfach fortsetzen. Sie braucht ja eh noch ein bisschen, bis sie kommt, ne? Ach, da oben ist sie gerade. Pferd von Erik. Reiten wir los? Hupsa! So, ehrlich gesagt... Es ist 2 Uhr morgens. Ich speichere mal eben. 2 Uhr morgens. Dann würde ich vielleicht mal 6 Stunden eben auf dem Pferd sitzen. Das gibt einen richtig platten Arsch. Und ein mürrisches Pferd. Ja, natürlich. Da muss ich wirklich, wirklich mal gucken. Ich glaube, zur nächsten Folge schaue ich mal... Wie war denn die Laterne? Das, zur nächsten Folge muss ich dringend mal schauen. Okay, das ist... Wir sind immer nicht vor der Straße, oder? Ich weiß nicht, wo die Straße hier ist. Ist alles so zugeschneit. Hier ist eine Straße. Gehe ich da in die richtige Richtung? Es deucht mich fast so. Ich schau mal zur nächsten Folge, dass ich... Ich muss irgendwie gucken, wie ich diesen Vampirismus loswerde. Zu spät soll es wohl noch nicht sein. Es soll immer einen Weg zurückgeben. Hoffe ich. Bitte. Ist ein süßer Schneefuchs. Oh, wie süß. Greife ich nicht an. Der war viel zu niedlich. Kann ich nicht angreifen. Bin ja kein Unmensch. Nur ein bisschen. Okay, ganz kurz. Jetzt zum Beispiel... Zeit für den Kompass. Da ist wohl noch irgendwas. Aber das große Problem ist, hier ist fast überall immer irgendwas. Ich höre jetzt schon Stimmen. Oh, die Geier kreisen. Okay. Die Stimme kam aber bestimmt nicht von hier. Das war viel zu weit weg. Okay, ich weiß nicht genau, wo wir gerade hinreiten.
Wir reiten gerade zurück. Ja, müssen wir nicht. Oh, Heilige. Die Dämmerlichtspalte. Darf ich mal Ihre Dämmerlichtspalte sehen? Na, großartigst. Das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Sag mal, Lydia, kommt die auch, oder? Ich bin extra im Trab gelaufen, da kommt sie schon. Ja, wenn die Geier kreisen, dann gibt's gleich was zu speisen. Das könnten wir sein. Vielleicht sind wir heute das Tagesmenü. Naja, mal gucken. Das ist keine gute Idee, da reinzugehen, ne? Das ist so gar keine gute Idee. Wenn ich was kann, dann gar keine gute Ideen haben. Lydia ist dabei. So, ein bisschen Licht machen für YouTube. Hallo. Mist, ich wollte nicht laufen. Ich wollte mich gerade crouchen, aber C ist Autorun. Scheiße. Moin. Sag mal. Das war schon alles. Wozu ihr so. Gillette Sensor Shave. Ich dachte gerade, dem fehlen auch die Beine. Wollte mich gerade beglückwünschen, wie ich das geschafft habe. Okay. Das erste war ja kein guter Einstieg, aber zum Glück macht er keinen Damage. Lockpicks. Sehr schön. Lockpicks immer gut. Lockpicks nehme ich gern. Locky Picky. So. Dämmerspalte. Und hier sind auch Level 1 Banditen. Oh, die haben gerade andere Probleme, glaube ich. Was bist denn du? Schon wieder ein guter alter Falmer. De Mallorca. Okay, Falmer-Ohren nehmen wir wieder mit. Falmer-Rüstung brauchen wir nicht zwingend. Aber. Wo war denn unser. Nein. Hä? Was ist das denn? Ich krieg mein Schwert gerade nicht aktiviert. Warte mal. Ich würde vor allem gerne meinen Bogen aktivieren. Hatte ich den nicht irgendwo auf dem Special-Ding? Jagdbogen der Ermüdung? Ich hoffe, Lydia ist nicht unten. Lydia? Wo ist denn der Kollege? Da hinten. Boah, der hielt schneller als ich. Der hielt schneller. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass er mich nicht erwischen kann gerade, ne? Ich glaube, das ist so ein Schutzsystem, damit man sich hier nicht durchmogelt. Ja, der hielt sich halt ständig wieder hoch.
Kann ich machen, was ich fröhlich bin? Jetzt hör doch auf zu springen! In den Po! Nee, der hielt sich hoch wie Sau. Das ist halt ein Cheater, das ist widerlich. Also da, das mag ich nicht. Boah, der geht hier jetzt wahnsinnig schnell wieder hoch. Kann sein, dass ich gleich tot bin. Ich weiß nicht, wie wir gegen Level 30 bestehen. Level 29 hat man schon mal geschafft. Guck mal, hier sind viele Falmer-Pfeile. Den nehme ich auch mit. Ich hau mir eine Suppe draus. Gehe Not. Wow, hat sich richtig gelohnt. Großer geiler Typ, dieser Gehirnot. Hat alles geändert jetzt bei mir. So. Ist das nichts? Oh. Wirklich, das sieht aus wie ein Skiva-Bau hier irgendwie, ne? Haben wir gerade die Lampe aus? Ja. Okay, hinsetzen Thron, finde ich toll. Toll, dass er genau dahinter steckt. Dovahkiin, Dovahkiin, ich schleich hier nur rum. Dovahkiin, Dovahkiin. Es wirkt etwas dumm. Oh, toll. Sag mal, will mich verarschen? Wieso ruft sie denn nein? Ah, so. Okay. Toll, wieder Pilze genommen und mal wieder ein Chaurus-Ei. Haben wir schon lange nicht mehr. Eigentlich wollte ich ja gerade ganz woanders hin und ich will auch nicht mehr Chaurus-Eier. Oh. Nein. Ja, ich muss da mal was mit der KI machen, wie mir scheint. Aber so lange nutze ich jetzt mal. Ding, 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 ding. Lecker, lecker, lecker. So, El Bandito hat noch einen grünen Apfel dabei. Ich will gar nicht wissen, wie lange der da schon liegt, der grüne Apfel. Der war vorher schon schwarz, ist jetzt wieder grün geworden. Weil da Sachen rauswachsen. Egal, wenn es grün ist, ist gesund. Hat mir Mutti so beigebracht. Das sieht aus wie eine Tür.
So. Lieber Falmi, lend me your ear. So, hier noch lecker Pilze. Ein leckerer, rauer Wulstling. Da kann jetzt aber keiner was sagen, wenn ich ihn mitnehme. Also einen rauen Wulstling hat jeder gern zu Hause. Okay. Okay. So. Akzeptime und ein bisschen Ausdauer. Na, den man taucht. Moin! Falmer Schattenschleicher. Lydia! Okay, warte. Speichere jetzt nochmal. So, dann eben nicht Lydia. Da steht die nur und guckt zu. Wir können das auch selbst. So ist es nicht. So. Oh. Ein Rubin. Ein makelloser Rubin. Ein schwaches Gift der Vitalität. Ein Fall mal schwer. Das brauchen wir nicht unbedingt. Chaurus Eier natürlich mal wieder. Und noch ein Bandit mit nichts. Ich glaube, der Bandit sollte hier drauf geschnetzelt werden, ne? Nehme ich mal an, hier drauf. Ich wünschte, das würde gehen. Ich wünschte, das würde gehen. Bisschen wie bei Forest. Oh, hier geht's noch weiter. Ich dachte, das wäre die Endhöhle. Ich bin so naiv manchmal. Ja gut, der sieht mich halt gerade nicht, ne? Ja, wie gesagt, da muss ich dringend, da muss was gemacht werden. Der überlegt halt sehr lange. Ich glaube, es mit dem Angreifen klappt schon, aber der überlegt sehr, sehr lange, was er machen soll. Bevor er was macht. Oh, cool, ich bin schon wieder... So. Noch ein Bandit. Alter, was hat denn der dabei? Dafür, dass er nackt ist, geht's immer ganz gut. Da noch ein bisschen Ale. Spitzenbandit. So, was ist das denn da noch? Okay, das ist rein gar nichts. Aber da geht's auch nicht rein, da war nur so ein Ding drin. So, mal Lüdilein. Ich glaube, da geht's nach oben noch weiter. So, Lydia, also folgendes, pass auf. Ich, kann ich hier meine Eier in die Hand geben? Ja, warte, ich hab hier ein paar Sachen. Wie kann ich euch dienen, Tane? Die würde ich euch gerne anvertrauen. Denn ihr seid viel stärker, als ich es jemals sein werde. Gutes Zureden. Ach, sag mal. Ich bin auch sehr schlau. So, das hätten wir schon längst machen können. Ja, ich bin so blöd. Das hat nicht so gut funktioniert. Den Huge-Knappsack nehme ich wieder zurück. Ich wollte ihn aktivieren, aber ich bin ja gerade hier im Wechselmenü. Entschuldigung. Was kann ich immer geben? Stab der Blitze. Den Jagdbogen hätte ich gerne noch ein bisschen behalten. Den kann ich leider nicht geben. Hier war nichts. So, Lydia. Lydia ist mal wieder überladen. Gott, wie peinlich. Lydia, schämst du dich nicht? Das, also mir wäre das unangenehm. So, lass mal gucken. Wo haben wir denn? Mal los. Der große Knappelsack. Problem ist, die Höhle geht noch weiter. Wir kriegen gleich wieder was zu tragen, ne? Lydia, nicht rennen.
Oh Gott, diese Falmerhöhlen, ne? Die sind halt einfach mein Untergang. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ja, da geht's mir ehrlich gesagt relativ ähnlich. Kann ich absolut nachvollziehen. Guck mal, der THQ Nordic Bowl. Okay, ich, Lydia, ich weiß genau, was du meinst. Jetzt habe ich aber gerade Menschen gehört. Nicht genau, wie er meint. Aber uns kann er nicht meinen, denn wir sehen uns erst wieder in der nächsten Folge. Bis dahin muss er sich gedulden. Bis zu seinem Ableben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.